Wunderschönen guten Morgen. Ist das nicht ein toller Morgen? Da geht bald die Sonne auf, noch ein paar Minuten. Ja, und ich habe hier sehr gut geschlafen. Autos habe ich nicht viele gehört in der Nacht. Jetzt setzt ja so langsam der Berufsverkehr ein, das merkt man. Ja, aber ich habe wieder gut geschlafen und wenn man mal kurz wach wurde zwischendurch, ja, schönster Sternenhimmel, also unglaublich. Und so warm, jetzt sind es sogar 17 Grad, also, aber an den Wolken sieht man, dass nicht mehr so trocken sein wird heute. Wahrscheinlich Gewitter eher als gestern. Die Chance ist größer, aber das Zelt, alles ist trocken. Es war kein Tau in der Nacht, wahrscheinlich die letzte Nacht des Jahres, wo das ist. Habe ich nochmal sehr, sehr gut ausnutzen können. Ich werde dann gleich hier das Zelt abbauen und dann geht es Richtung Northeim weiter an der Leine nach Göttingen, nach Friedland und da werde ich dann rüber zur Werra fahren und dann da weiter nach Eschwege. Das sind ungefähr 92 Kilometer und da werde ich entscheiden, ob ich wieder noch weiterfahre oder nicht, so wie gestern. Je nach Laune und Wetter. Ich habe richtig Lust. Das wird doch schon wieder ein schöner Tag, wenn nicht zu viel Regen kommt. Ja, und zu viel Gegenwind. Also, dann wünsche ich viel Spaß dabei. Nordheine habe ich jetzt links liegen gelassen, da fährt man gar nicht durch. Na, egal, frühstücken brauche ich ja noch nichts. Ja, ich habe noch mal die Schuhe vorne eingepackt. Die sind gestern ganz schön eingestaubt. Heute kannst du auch entweder Staub geben drauf oder Regen. Da sind sie gut verpackt. Sieht ein bisschen komisch aus, aber egal. Die sind dann weiterhin sauber und trocken. Ja, das Rad ist nicht mehr sauber. Ja, aber das wäsche ich wahrscheinlich demnächst bald mal ab. Muss ich mal sehen. Jo, jetzt geht's weiter an der Straße Richtung Norden Hardenberg. Die ist ein bisschen lauter, deswegen bin ich hier einmal durch einen kleinen Tunnel durch. Hinter der ICE-Strecke. Hier bin ich jetzt im Moment. Ja, die ist auch schon wieder etwas alt. Ich kann mich noch daran erinnern damals, wie das gebaut worden ist. Und die ist jetzt auch schon wieder sanierungsbedürftig. Ja, und das ist auch schon wieder. Es ist unglaublich, was das alles schon wieder her ist, was die Zeit rennt. Ja, die rennt, naja, 7:38 ist das jetzt noch nicht. Ich habe ja schon 10 Kilometer hinter mir. Richtig angenehme Temperaturen, der Wind ist so gut wie gar nicht vorhanden, endlich mal. Zwar wird es heute wahrscheinlich keinen strahlenden Sonnenschein geben, es ist so ganz dünn bewölkt. Aber egal, ich freue mich auf die Strecke. Jetzt erstmal Richtung Nörden, Harnberg, Göttingen. So, Zeit für zweites Frühstück. Ich habe noch mal ein Brötchen hier. Nörden-Hardenberg kommt gleich, da werde ich aber auch dran vorbeifahren. Ich glaube, die Stadt, die ich erst so richtig besuche, ist dann erst Göttingen. Ist aber auch nicht mehr so weit. Hier knallen gerade hier die ICEs hier durch. Ist unglaublich, was für eine Geschwindigkeit. Ja, da denkt man immer, wenn was ist, Alter, was eine Kraft dahinter steckt. Ja, Enschede war ja noch in Erinnerung. Ja, aber naja, sonst ist es hier ein ruhiges Plätzchen, wenn die Bahn schien nicht will. Die
Leine plätschert ein bisschen vor sich hin, auch ein bisschen wenig Wasser drin. Ja, die ist ordentlich was schmaler geworden, seitdem die Ume da nicht mehr dabei ist, das Wasser davon. Also das war schon gewaltig, was dazu floss. Ja, aber es bleibt dann immer noch die Leine und nicht die Ume, obwohl sie größer ist. Ja, ich werde jetzt hier schön lecker frühstücken und dann geht es gleich weiter bei dem ja noch grauen Wetter. Ich bin kurz vor Göttingen und fahre hier an der renaturierten Leine entlang. Man sieht zwar, dass es künstlich angelegt worden ist, aber ich glaube, der Natur tut es ganz gut. Es ist kein Kanal mehr, hat ein paar Stromschnellen, wunderbar, ein paar Sandbänke, so wie es früher einmal mal war. Herrlich. Wieder bestes Radelwetter zurzeit. Schön warm, noch nicht zu heiß. Richtig toll, ja, Göttingen. Da fahre ich jetzt durch die nächste Stadt. Ich schätze mal wieder Ampeln und alles Mögliche. Oder ich werde gut geführt. Werde ich sehen. Ich lasse mich jetzt mal überraschen. Da hätte ich Göttingen noch glatt nicht bemerkt. Das ging immer an der Leine entlang, schön an schönen breiten Wegen. Ja, es war eine Umleitung wegen Bombenentschärfung oder Kampfmittelbeseitigung. Sonst hätte ich die Stadt hier gar nicht mitgekriegt. Ich bin hier nämlich schon an den Göttinger Kiesteichen. Das ist ein Erholungsgebiet, aber schon auf der anderen Seite der Stadt. An der Innenstadt bin ich jetzt nicht gewesen. Ja, ich fahre heute irgendwie an allen vorbei. Ja, das muss ich auch nicht unbedingt haben. Jetzt geht es weiter Richtung Friedland, ein paar Kilometer noch an der Leine und dann werde ich sie schon bald wieder verlassen. Dann geht es zum nächsten Fluss. Ja, wer da sein wird, werdet ihr dann sehen. Also weiter geht's. Thank you.
Es ist Zeit für eine kleine Mittagspause. Ich bin jetzt schon hinter Friedland. Ich habe die Leine verlassen und werde hier erstmal Mittag essen. Auf dieser schönen Bank mit tollen Ausblick. Ja, es gibt wieder Schokomilch. Vielleicht habe ich ja bald Glück, gewinne die 50.000, weiß ich nicht. Ein leckeres, dickes Brötchen und Banane. Und noch, wenn ich noch dennoch Hunger habe, noch was anderes. Oh, es ist jetzt richtig, jetzt auf einmal richtig heiß schon wieder. Die Sonne kam mal kurz durch und bam, heiß. Aber jetzt geht's nicht rüber zu Fulda, sondern zu Werra. Ich glaube, gerade habe ich Fulda gesagt, glaube ich. Ne? Und hier in Friedland ist ja auch das Durchgangslager, Grenzdurchgangslager. Da konnte ich nichts filmen, weil da war ganz schön was los. Ich war in Busladung da, hörte sich nach Ukrainisch an. Naja, ist ja leider noch alles aktuell hier. Ja, leider, leider. Aber ich muss jetzt irgendwie darüber, gleich nach der Stärkung. Ich hoffe, ich habe den richtigen Weg ausgesucht mit der geringsten Schwierigkeit. Ich weiß es nicht, aber werde ich dann sehen. Also ich stärke mich erstmal und dann geht's weiter. So, nun habe ich auch Norddeutschland verlassen. Ich bin in Hessen, wie man sieht. Alles ordentlich hügelig, richtig schönes Panorama. Bis jetzt war es noch nicht so anstrengend. Und wie es weiter aussieht, glaube ich, wird es auch nicht mehr so anstrengend. Irgendwo dahinter ist die Werra. Da fahre ich jetzt hin. Leute, ich habe Norddeutschland verlassen. Wieder so ein Meilenstein. Hessen ist erreicht. Wow. Herzlich willkommen im Werratal, im Wunderschön. Gesehen habe ich sie noch nicht, aber das macht es ja nicht. Ich weiß, dass sie da ist. Und jetzt geht es hier weiter, 30 Kilometer bis Eschwege. Und dann schauen wir mal, was das Wetter sagt. Das sieht ja so richtig toll aus wieder im Moment. Auf jeden Fall richtig klasse.
Die Werra ist ja doch ordentliches Stück breiter wie die Leine. Ja, aber das Wasser ist lang nicht so sauber. Da würde ich bestimmt nicht drin baden. Total braun, algig, also nicht so schön. Aber das Tal und der Radweg, echt klasse. Lässt sich gut hier fahren. Leider habe ich natürlich wieder Gegenwind. Aber meistens ist es doch besser bei Hitze Gegenwind zu haben als Rückenwind. Das ist dann sonst doppelt so heiß. Aber es ist richtig klasse, macht Spaß, leicht hoch und runter, gut zu fahren. Gleich fahre ich durch Bad Soden-Almberg und danach kommt ja, in 19 Kilometern Eschwege. Ich bin jetzt hinter Bad Soden-Allendorf und vor Eschwege. Ja, Bad Soden-Allendorf war echt die Perle des Werratals, auf jeden Fall. Tolle Fachwerkstatt, richtig schön. Ich bin da auch nicht dran vorbeigefahren, ich bin mit durch diesmal, habe mir das auch angeschaut. Ja, jetzt geht es weiter hier an der ja, doch sehr braunen Werra. Ja, aber Niedrigwasser ist natürlich auch noch. Wenn man an der Kante sieht, da ist überall ja alles zu sehen. Aber mal schauen, was jetzt Eschwege bringt. Vielleicht ein Eis oder so. Oder vielleicht was zu essen. Es ist ja noch lange nicht drei. Also die Zeit irgendwie. Heute rennt sie nicht ganz so doll. Aber ich habe auch schon 85 Kilometer schon wieder. Naja. Das läuft. Das läppert sich alles. Es läuft. Es läuft einfach echt super. Richtig klasse. Naja, weiter geht's. Natürlich Richtung Eschwege. Ach. Und eins habe ich noch vergessen. Ich war ja doch jetzt noch mal ein Stück in Thüringen. Ja, war doch mal das Schild. Ja, Grenzöffnung 1989. Ich muss sagen, ich habe diesen Zaun ja schon mal gesehen. Ich habe damals in dieser Gegend 88, 89 als Kind hier Urlaub gemacht und da konnte ich den sehen. Ich habe das nicht so realisiert damals, was das bedeutet hat. Heute weiß man das ja ganz genau. Aber ich habe das noch erlebt und ja. Ich hoffe, das kommt nie wieder. Naja, weiter geht's jetzt wirklich.
Da habe ich doch glatt vergessen, dass ich gar nicht durch Eschwege komme. Das geht nur weiter, wenn man die Werra weiter folgt, aber ich folge jetzt der Werre. Richtung Sontra, Bebra, rüber zu Fulda, da fahre ich jetzt längs. Das ist die südlichste Richtung, denn Werra biegt jetzt nach Osten ab. Also es gibt da noch kein Eis, vielleicht in einem von den nächsten Orten auf jeden Fall. Und wieder Neues zu trinken, schön kaltes, das brauche ich jetzt. Ja, und Unterkunft, ja, wäre hier natürlich gut. Hier wären mehrere Campingplätze, aber ich möchte eigentlich dahin, ja, einen besonderen Ort vielleicht für mich. Oder, weiß ich nicht, da komme ich nämlich vorbei oder vielleicht doch campen, aber das glaube ich heute Nacht nicht. Ja, wegen den Gewittern. Ja, aber mal sehen. Erstmal gibt es bestimmt gleich was beim nächsten Laden mindestens zu essen und zu trinken. Was Kaltes. Alles eiskalt, Leute. Boah, das tut jetzt richtig gut. Ich bin jetzt hier irgendwie auf den R5 Richtung Sontra. Sontra noch gute 10 Kilometer. Oh, mal sehen, wie es denn weitergeht. Es ist einfach nur heiß. 29 Grad nochmal. Ein Glück, gerade ist die Sonne weg. Gerade eine dicke Wolke. Aber das tut jetzt richtig gut. Also noch 10 Kilometer bis Sontra. Also muss gleich weitergehen. Prost! Jetzt stehe ich hier mitten in nirgendwo, aber hier ist was ganz Besonderes. Hier ist der Point of No Return. Ja, ich habe genau die Hälfte. Die Hälfte habe ich geschafft. Ein Kilometer habe ich jetzt natürlich schon sehr viel mehr gemacht. Schon fast 630. Ja, das ist schon ein bisschen mehr als die Hälfte eigentlich durch die ganzen Extratouren. Aber vom Track her ist es jetzt die Hälfte. Oh, weiter geht's. In 5 Tagen könnte ich da sein. Sieht aber nicht so aus. Das Wetter spielt nicht mit. Da werden die Etappen kürzer oder ich lege noch einen Ruhetag ein. Das werde ich sehen. Naja, weiter geht's Richtung Sontra. Heute kein Zelt, nein, ich habe mich ins Zimmer genommen. Ja, hier in Sontra. Leute, es ist noch immer noch so heiß draußen, aber es geht bald wieder. Ja, gleich werde ich noch was essen, mir noch mal alles angucken, weil
Hier habe ich mal vor 33, 34 Jahren, also 1998, nein, 1988, 89, zweimal in Urlaub verbracht hier im Feriendorf, was es hier gibt. Schwimmbad und so, das kenne ich alles noch. Da war ich noch ganz klein, niedlich. Ja, und nun, 34 Jahre, 33 Jahre später, bin ich wieder hier. Ich muss dazu sagen, ihr habt mich schon öfters hingezogen. Schon mal, zweimal bin ich hier schon gewesen. Das ist komisch genug, wo man als Kindheit war, da fährt man öfters doch mal hin und guckt nochmal. Bin ich schon öfters mal vorbeigekommen auf irgendwelchen Reisen. Ja, nun bin ich hier selber hergefahren mit dem Fahrrad. Ein schönes Zimmer, Einzelzimmer mit Aussicht. Nicht schlecht, völlig okay. Ich werde gleich also was essen, mir nochmal alles angucken, was ich noch von damals weiß, was vielleicht nochmal sich geändert hat. Das mache ich auch gerne jetzt nochmal gucken. Also Essen, ja, das Schwimmbad nochmal gucken und das Dorf, ob es das noch gibt. Ja, das interessiert mich jetzt nochmal. Deswegen geht es auch gleich wieder sofort los. Ja, und ja, ich glaube aber erst Essen und Trinken, das ist wichtig. Und dann, ja, dann geht es weiter. Also heute war es mit ja, 110 Kilometern, glaube ich, waren das. Die Berge, die dazwischen waren, waren nicht super anstrengend. Fand ich auf jeden Fall nicht. Es war völlig okay. Die Sonne hat mal hier wieder geballert, aber die war ja zwischendurch auch weg. Da war es doch angenehm. Aber jetzt, die Reise ist über der Halbzeit vorbei. Also Garmisch ist jetzt näher. Unglaublich. Ja. So schnell geht das. 5 Tage. Naja, die vom Race Across Germany wären schon längst da. Die haben, glaube ich, nur 4 Tage Maximum Zeit, um da anzukommen. Das schaffe ich nicht. Die fahren auch immer alle Nächte durch. Ja, also ich mache hier noch eine ja, Revival für mich nochmal. Aber ganz zum Schluss werde ich mich bestimmt nochmal melden. Jetzt bin ich ein wenig zurückversetzt. Ich bin jetzt hier in diesem Feriendorf, was jetzt mehr zur Flüchtlingsunterkunft für Ukrainer dient jetzt zurzeit. Ja, aber die Erinnerungen sind voll da. Wie gesagt, ich bin nicht zum ersten Mal hier. Ja, vor 11 Jahren war ich schon mal hier. Irgendwie bin ich alle 11 Jahre hier. Und davor wieder 11 Jahre. Aber woran ich mich ganz doll erinnern kann, ich glaube, es können auch meine Geschwister sein. Hier, diese Tischtennisplatte aus Beton. Da habe ich schon damals rumgetanzt. Den Ball hinterher. Also da kann ich einen. Das ist echt lange her. Aber die gibt es immer noch. Witzig, ja. Was man als Kind erlebt hat im Urlaub, das weiß man. Wir hatten ja nicht viel als Kind im Urlaub gemacht. Das waren ja nur diese zwei, wo wir noch klein waren. Ich habe noch 3 Geschwister mehr. Ich glaube, die wissen genau, was jetzt hier ist. Diese Tischtennisplatte. Ich weiß nicht, ob es genau dieselbe ist, aber damals war die auch aus Beton. Mann, da haben wir fast jeden Abend dran verbracht mit den ganzen anderen Kindern, die auch hier waren. Gerade eben hatte ich noch Riesenprobleme, deswegen ist es auch schon so spät. Ja, ich denke, zur Feier des Tages gehst du in ein Restaurant. Italiener, schön Spaghetti Carbonara. Ich habe über 1 Stunde gewartet auf mein Essen. Mann, und jetzt wird es schon meist dunkel. Hätte ja nur kommen sollen, dass ein Gewitter kommt, aber die sind noch weit weg. Vielleicht morgen früh sind sie erst da. Ja, morgen. Morgen soll es nach Fulda gehen. Das ist so mein Ziel, 85 Kilometer. Das soll es sein. Ist nicht so viel, weil heute habe ich ja schon, eigentlich war geplant in Eschwege, aber da habe ich heute wieder was abgeknabbert, weil es noch zu früh war. Ja, hier werde ich jetzt in Sontra morgen früh starten. Ja, in meinem alten Urlaubsort. Es ist total witzig. Der Tag heute war echt super. Mach hier super heiß, richtig toll.
hat richtig Spaß gebracht. Ja, ich will auch nicht mehr viel sagen. Ach, gleich geht die Sonne unter. Ich muss noch ins Hotel wieder. Ich habe noch nicht mal geduscht. Das habe ich zum Glück sein lassen erstmal, weil es hier bergauf geht. Ja, bin ich wieder ganz schwitzig. Aber ein toller Tag und hoffe morgen auf nicht so viel Regen. Werden wir sehen. Ja, also, ich würde sagen, ich habe bestimmt was vergessen. Ist mir aber auch egal jetzt. Also, dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin Moin. Ich hoffe es. Ach man, schon wieder alles verkehrt. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Anschauen. Moin Moin. Jetzt aber. Tschüss. Tschüss.